Das Wort hat die Bundesministerin Dr. Annette Schavan. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Im Studienjahr 2009 beginnen 423.000 Studierende ihr Studium. So viel wie nie in Deutschland. Ein Plus von 7%. Es sind nun im Studienjahr 2009 über 43% des Jahrgangs, die ein Studium aufnehmen, weil sie davon überzeugt sind, dass das attraktiv ist. Zweitens, Deutschland ist nach den USA und Großbritannien das drittbeliebteste Gastland für Studierende aus aller Welt. Auch das ein guter Hinweis auf die Attraktivität des Wissenschaftssystems in Deutschland. Nun finde ich, die Reden, die ich jetzt eben gehört habe, sind schlicht ziemlich gewagte Auftritte. Ziemlich gewagt. Sie tun so, als kämen sie aus einer anderen Welt, hätten mit Bildungspolitik in Deutschland gar nichts zu tun. Gar nichts zu tun. So, interessanterweise haben die Streiks, verehrte Frau Kollegin, in Brandenburg begonnen und in Berlin. In Brandenburg und Berlin regieren SPD und Linke. Also gebe ich Ihnen den guten Tipp, sorgen Sie doch einfach mal dafür, dass man irgendwann in Deutschland sagt, Bildungspolitik in Brandenburg und Berlin ist super. Bislang kommt in Deutschland niemand auf die Idee, in Berlin besonders gute Bildungspolitik vorzufinden. Übrigens, weder in Brandenburg, Sie haben eben geredet und ich war still und jetzt rede ich und sind jetzt Sie still. Ja, so sind die Spielregeln im Parlament. Weder in Brandenburg noch in Berlin gibt es Studiengebühren. An beiden Stellen können Studierende überhaupt nicht gegen Studiengebühren demonstrieren, weil es da keine gibt. Gewagt finde ich auch, Frau Borchert, bin jetzt auch am Umlernen, wenigstens ist Ihre Rede jetzt eine Oppositionsrede und keine Rede mehr, die zur eigenen Koalition gehört, das beruhigt mich, aber gewagt finde ich schon, dass kaum, dass das Statistische Bundesamt die neuen Studienanfängerzahlen veröffentlicht, eine Pressemitteilung von Ihnen kommt, der Jubel sei verfrüht. Dann kommen Sie mit dem Verhältnis der Stärke eines Jahrgangs und dem Sie sagen ja. Die einzige Zeit, wo Stärke eines Jahrgangs und Prozentzahl derer, die studieren, auseinandergegangen sind, waren die Jahre 2003 bis 2006. Da hat genau das gestimmt, was Sie sagen. Viel mehr, viel stärkerer Jahrgang, dennoch Rückgang derer, die studieren. Seit 2006 ist es anders und heute ist völlig klar, starke Jahrgänge, noch stärkerer Zugang zu den Hochschulen. Interessant, meine Damen und Herren, und deshalb, die Debatte ist ein Vorgeschmack auf die 4 Jahre, ich nehme das an, das macht mir großen Spaß, nur Sie müssen mit all dem, was Sie sagen, irgendwie auch in der Öffentlichkeit bestehen können. Sehen Sie sich den Zuwachs an Studierenden, Anfängerzahlen in den Ländern einmal an. Die höchsten Zuwachsquoten gibt es in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg, in Bayern, da, wo es Studiengebühren gibt, weil die Studierenden sagen, interessant ist nicht die Frage der Studiengebühr, interessant ist die Frage, was erwartet uns an dieser Universität? Wo gibt es die besten Lehrkonzepte? Den Vergleich können Sie doch sehen. Nordrhein-Westfalen 8,2, Baden-Württemberg 7,3, Bayern 9,2, Brandenburg, Bremen, Rheinland-Pfalz 4%. Ich finde, auch wenn einem das nicht passt, das sind die Fakten. Die Studierenden haben ein gutes Gespür, wo sie ernst genommen werden. Und das gilt auch für Bologna.
Es wird überhaupt keine Studie zurückgehalten. Die wird dann veröffentlicht, wenn sie fertig ist. Und dann wird eine nächste Studie in 3 Wochen kommen. Da sind die Studierenden befragt worden, ob ihre Zufriedenheit, was ihnen wichtig ist. Es gibt eine wunderbare Debatte. Ich freue mich schon sehr auf die Veröffentlichung. Und Sie können aus all dem sehen, wie sehr Studierende spüren, in diesem Land ist etwas los. Hier bewegt sich, hier wird investiert. Und die, die Verantwortung tragen und mit ihrer Verantwortung gerade nicht fertig werden, sollten überlegen, was sie sagen. Und ich mag ja die Kollegen und Kolleginnen von den Grünen sehr, nur die Schulreform in Hamburg ist jetzt gerade schon auch zumindest ein Kommunikationsproblem. Also, ich sage das mal ganz vorsichtig, das Ding ist noch überhaupt nicht vollendet. Und jetzt kann man lange diskutieren, warum. Jedenfalls manchen Satz, den ich unaufhörlich von Ihnen höre, ist nicht der Satz, von dem die Öffentlichkeit in Deutschland überzeugt ist. Und da haben Sie ein politisches Problem. So einfach ist es. Abschließend gesagt, ich nehme die Studierenden ernst. Im Sommer und heute. Ernst nehmen heißt auch widersprechen. Ernst nehmen heißt korrigieren. Die Korrekturen sind beschlossen, die Korrekturen werden umgesetzt und die Bundesregierung investiert 12 Milliarden. Sie hat in der letzten Legislaturperiode ungewöhnlich geholfen. Und liebe Frau Burchardt, wenn Sie mir da wieder kommen mit der Agentur und dem Bologna-Prozess. Also, in der Tat, rot-grüne Bundesregierung hat diese Reform 1999 eingeführt. Ich stehe dazu. Ich halte die Einführung für richtig. Aber die Frage, wer welchen Pakt mit den Ländern umsetzt, ist eben eine Frage der politischen Kunst. Ob ich den Eindruck erwecke als Bundesregierung, dass ich unentwegt Reformen mache, die irgendwie gegen die Länder gerichtet sind, oder ob ich mit den Ländern gemeinsam Hochschulpakt, Exzellenzinitiative und das andere umsetze. Wir haben es umgesetzt und Sie sind beim Bundesverfassungsgericht gescheitert. So war die Realität. Es waren nicht die B-Länder, sondern das Bundesverfassungsgericht. Die Maßnahmen sind genannt. Weiterentwicklung von BAföG, nationales Stipendienprogramm, Bildungssparen. Genauso sieht eine Politik guter Balancen aus, um deutlich zu machen, wir stehen zu den Studierenden und wir stehen zu dem Satz, dass für jeden in dieser Gesellschaft gilt, Investition in Bildung lohnt sich. Vielen Dank.